rein. Schau, dass du weiterkommst mit deiner sauberen Bagagestunde. Meinst du, die hat eine vergraben? Da hat die Siedlercheck wahrscheinlich. Wie kommst du denn bloß auf sowas? Auf Floß? Der Kleine hat auch eins gehabt, wie er noch jung war. Der regt dir das noch ein. Kann er dich hier mitnehmen, mit dir viel? Ja, dass sie alle drei das haft. Sonnen ziehen wir Waisenkinder durchs Dorf und sammeln Holz für Sonnenfeuer. Sonnenwend, das ist, wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht ist. Für das Sonnenfeuer baut die Krämerin eine Hexenpuppe aus Stroh und einem alten Gewand. Ich kann das Sonnenfest kaum erwarten. Da dürfen wir Kinder aufbleiben und bis in die Nacht mitfeiern. Wir Kinder richten uns neben dem Großen ein kleines Feuer zum Drüberspringen. Ah!
Nur. So, du musst jetzt erst bissen und du langst mir den Janik auf, bis ich wieder da bin. Ja, ist gut. Komm rein, Herbert. Ich hab ihn. Toni, woher hast du denn den? Die Elsa hat das tausendste Hörnchen. Der Bäcker bettet in jedes tausendste Hörnchen drin. Ja. Aber der gehört doch der Elfi. Weil ich ihn gemacht habe. Dass du Vertretung läufst und wieder weggeht. Aber schade war es doch, als es so weit war. Gottes Segen. Herbert? Hans, komm her. Jetzt bin ich mir übrigens sicher. Irgendwie hat der Kaplan seine Finger im Spiel gehabt, dass Toni Gold findet. Ich habe ihn sogar gefragt. Er hat bloß gegrinst und nichts geantwortet. Und Tonis Goldfunde haben so plötzlich aufgehört, wie sie angefangen haben. Gottes Segen. Aber wo hat der Kaplan das Gold hergekriegt? Hat er etwa Goldbrüssel von seinem Geld geschafft und dann ist er heimlich über den kleinen Inn gerudert und hat das Gold auf der Insel verbuddelt? Oder gibt es vielleicht wirklich noch Gold im Inn? Der Kaplan ist jetzt übrigens ein paar Dörfer weiter, ein Stück den Inn hinauf. Manchmal besucht er uns, seine Wunderkinder.